Hallo und herzlich willkommen zurück bei Tunic. So, ich bin ein bisschen rumgelaufen. Und, sieht man jetzt schlecht. Ich bin links vom alten Haus auf diesem Fragezeichen. Das sind ja die Dinger hier. Und da habe ich was entdeckt. Das wollte ich eigentlich eh schon ausprobieren letztens. Habe aber dann vergessen. Und zwar kann ich hier beten. Und siehe da. Sind woanders. Ähnlich wie bei dem Grab, das wir gefunden haben. Und zwar sind wir, falls es noch jemand erkennt, sind wir hier. Wo wir sie retten wollen. Und hier gibt es auch diverse von diesen Plättchen, die wir natürlich nutzen können. Und dann an den verschiedensten Orten landen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hier sind. Aber es geht hier auch nicht weiter. Muss ich wahrscheinlich von außen irgendeine Tür öffnen. War ganz interessant. Es sind auch nicht alle Plättchen aktiv. Das hier zum Beispiel ist deaktiviert. Keine Ahnung, was man da machen muss. Mal sehen, wo geht das hin? Im Inneren des Ostgewölbes. Ah, das war mit dem Belagerungsgegner, mit dem Belagerungsboss. Dann haben wir noch die Mitte. Wo geht die Mitte hin? Oh, wo sind wir denn hier? Das ist doch das Schwert, das wir im Hauptmenü gesehen haben. Aber ich kann hier nichts machen. Ich kann hier nichts machen. Schade. Kommt wahrscheinlich noch. Und dann haben wir noch hier unten. Vielleicht kommen wir so weiter. Zerstörtes Atoll. Hier waren wir noch nicht, oder? Warte mal. Zerstörtes Atoll. Ist das nicht hier? Sieht irgendwie so aus, oder? Mal sehen, wo komme ich hin, wenn ich da weitergehe? Aha. So kommen wir da vorbei. Spannend. Deswegen habe ich nichts gefunden, ne? Gut, erstmal speichern. Dann mal ein bisschen Überblick verschaffen. Wo ist was? Okay, das heißt, effektiv können wir ihn nur hier runter. Und was bist du? Bist du ein Hummer? Okay, keine große Gefahr. Hier kann ich gar nicht. Kann ich eigentlich durch das Wasser hier oder ist das zu tief? Nein, das ist zu tief. Interessant. Okay, du läufst davon. Dann greife ich dich nicht an. Nee, ich würde sagen, wenn sie mir nichts tun, greife ich sie auch nicht an. Wenn sie nur davonlaufen. Vielleicht irgendwas drin? Nee.
Was bist du? Passiert nichts. Wir gehen auf jeden Fall 4 Linien zum Zentrum. Wahrscheinlich müssen wir die aktivieren. Der ist gut. Der ist vor allem lästig. Ah, Pilze. Hervorragend. So, mal sehen. Jetzt können wir darüber. Kann ich die Leiter aufstellen? Ja, na bitte. Und wieder krabben. Was ist denn, wenn ich hier lang laufe? Mehr Krabben. Noch mehr Krabben. Hier brauche ich einen Schlüssel. Was bist du? Ja, gut. Da habe ich mich jetzt verdrückt. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Kiste. Ich da runter. Oh, da kann man runter. Da ist der Schlüssel. Okay, das ist ein bisschen Perspektiv im Spiel. Hm? Oh, das ist eine Höhle. Interessant. Sieht wie die Gegner aus, die auf unserer Karte bei Froschdomäne eingezeichnet sind. Das heißt, ich nehme an, hier geht's in die Froschdomäne. Ja, sieht so aus. Zumindest sind das die Gegner, die dabei eingezeichnet waren. Aber wir haben ja eine Lampe. Und daher sollte das zumindest von der Helligkeit her kein Problem werden. Mal sehen, was wir hier unten alles finden. Ja, jetzt sind wir in der Froschdomäne. Da haben wir eine Map zu Froschdomäne. Wir sind hier, ganz unten ist eine Statue, das ist schon mal gut. Da ist ein Schlüssel. Frage ist, brauche ich irgendwas von hier? Okay, ich würde sagen, wenn da der Schlüssel ist, zur Statue gehe ich noch. Aber wenn da der Schlüssel ist, dann würde ich mich oben zuerst umsehen. Und vielleicht finden wir noch was Nützliches da oben.
Das Einzige, was ich noch nicht zweimal erhöht habe, ist meine Ausdauer, ne? Ich habe einen Haken an der Zunge. Würde ich mich zuerst oben umsehen. Weil hier unten muss ich ja sowieso hin. Wo komme ich hier hin? Ah ja, okay. Zum Glück respawnen die nicht instant, wenn ich Screen wechsle. Aber gut zu wissen, so komme ich in die Froschdomäne. Nicht hin. Nee, da ist das Wasser nicht seicht genug. Okay. Ah, perfekt, das ist die Höhe des Schlüssels. Dann können wir auch gleich schauen, was da drin ist. Hui. Kann ich einfach runterlaufen, okay. Yes. Ah, das kann ich. Okay. Ich hoffe, die muss man nicht in einer bestimmten Reihenfolge aktivieren. Ein Füchschen. Okay, da kann ich nicht lang. Das hat doch vorher funktioniert. Ja. Okay, dann gehen wir mal zurück zur Hütte, wenn wir da schon rein können. Hier irgendwas sonst? Ne, ich komme da raus, ich komme da hoch. Ist da? Ja, sehr gut. Mehr Tränke sind nie schlecht. Jetzt komme ich da runter. Weiter kann ich eh nicht. Dann knüppeln wir noch ein bisschen Krabben oder Hummer oder was das sein sollen. Hummerkrabben. Sehr gut. Noch kurz hier umsehen, aber hier ist eh nichts, ne? Nee. Okay. Das ist eine fette Krabbe. Natürlich bist du auch ein Gegner. Au. Okay, die kann man von vorne gar nicht angreifen. Gut zu wissen. Oh, das Ding ist undicht. Weißt du mir jetzt ernsthaft? Na?
Lebensmüde Viecher. Oh ne, da ist schon wieder so eine. So, mal die ganzen Abkürzungen aufmachen. Was haben wir da drüben? Zuckergangene Windmühlen. Da komme ich nicht weiter. Da schon, aber was bringt mir das? Ja, ich kann hier rüber. Aber... okay, das bringt mir nichts. Aber das Ding muss ich noch aktivieren. Hier rüber gehen kann ich ja nicht, oder? Nee. Okay. Mal sehen. So war es, genau. Spannend. Ich mag dieses halb untergegangen Ruinige irgendwie. Ja, perfekt. Das ist das zweite. Oh oh. Ich glaube, es ist am besten, wenn ich die abschieße. Okay, der letzte. Ich dachte, da wäre noch einer, sagen wir es so. Da muss ich von der anderen Seite hin. Okay. Dann mal schauen. Siehst du. Kiste. Was ist das? Ah, das ist ein Krug. Okay. Kann ich einfach hier herum? Na, die ist aber nicht da. Okay, zwei sind irgendwie. Zwei sind irgendwie doof zu bekämpfen. Besser. Na, geht doch. Und wir haben den Armen hier gefressen. Mit dem kann ich nichts machen, oder? Nee. Zurück ins Meer werfen oder so. Muss ich einmal ganz rundherum. Das für ein Ding. Ach, das sind so Schlorms oder wie die heißen. Alter. Warum müssen die immer so explodieren?
Nee, dann mal hier hoch. Jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob das gut ist. Aber wir haben zumindest die Statue aktiviert. Es fehlt nur mal eine. Wie komme ich eigentlich... Wie komme ich da hin? Da ist auch eine Kiste drauf. Vielleicht von der anderen Seite? Das wirkt wirklich nicht gut. Ja. Yeah. Ich habe jetzt das gesehen, dass mir das Lebensenergie abzieht. Moment, hatten wir nicht mehr Maximalleben? Ich hoffe, das regeneriert sich. Das ist so ein Bote. Ich habe keine Ahnung, ob wir den schaffen. Was ist denn? Hi. Alter. Er geht da auch nicht raus, ne? Macht ihm auch irgendwie keinen Schaden. Ne, den kann ich von vorne nicht angreifen. Das ist ein fetter Frosch. Ja, du kriegst mich von da oben nicht. Ja, ja. Au. Nein, jetzt wären wir schon da oben gewesen, verdammt. Warte, was? Oh, hier habe ich als letztes. Ja, stimmt, hier habe ich als letztes gespeichert. Erstmal meine Verteidigung erhöhen. Ja, gut, wir bekommen es zurück. Uff. Kurz hat es mich nervös gemacht. Hat er schon befürchtet, wenn wir mit dem Ding zu lange in Kontakt sind, dass wir generell Lebenspunkte, also Maximalleben verlieren, das wäre ja richtig Arsch. Aber nein, zum Glück nicht. Achso, ja, das... Von hier aus kann ich nicht. Bibliotheksanbau sehe ich jetzt erst. Ich sehe hier nichts, was wie eine Bibliothek aussieht. Das wird mir nicht viel bringen, oder? Na doch. Ja, perfekt, da wollte ich hin. Ich will nämlich versuchen, da drüben irgendwas zu erreichen. Warte mal. Komme ich hier hin? Hm, was ist eine Kiste? Mana-Tränke. Kann man immer brauchen. Wieb.
bin ich sonst darüber gekommen? Ach so, ja, über die Mitte, ne? Aber das kann ich jetzt abkürzen. Dann speichere ich auch gleich hier, damit ich hier wiederbelebt werde. Und jetzt ziehen wir mal, ob ich da drüben irgendwie hinkomme. Von hier aus. Sieht aber nicht so aus. Mit Haken ging es. Ja, ich komme hierher. Aber das bringt mir irgendwie nichts. Ja, das ist... Das ist Hauptteil. Ja. Zumindest eine kleine Abkürzung. Oder auch nicht. Auch gut. Interessant. Kann ich hier irgendwie... Ja, jetzt komme ich zu der Kiste. Immerhin. Und wie komme ich jetzt an die? Nein, geht weg. Da kann ich nicht einfach irgendwie reinlaufen. Mal sehen, was die für eine Aggro-Range haben. Das hat ja bestens funktioniert. Genau, böse, böse. Alles böse, böse. Du auch, böse, böse. So, und einer von euch müsste mich jetzt hochziehen, bitte. Na komm, du kannst es besser. Perfekt. So einfach geht's. Genau, das ist das Letzte, das mir jetzt noch fehlt. Also, machen wir das. Sind alle versorgt, aber nichts passiert. Merkwürdig. Naja, ich speichere hier mal und würde sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Und dann ergründen wir das Mysterium hier. Also dann, ciao, ciao.